Zur Ruine und weiter. Huch, da am Blick. Ich muss einmal kurz an der Stelle schweben, weil ich kurz... So, okay. Ready und los. Er wollte laufen können. Nicht vorher geguckt, wie lang das, wie weit das weg ist. Ah, jetzt weiß ich, warum das da hinten so komisch aussieht. Das ist eine Handelsroute. Glaube ich. Glaube ich. Zack. Okay. Zack, Wissensteine, alle nehmen. 3 Stück. Jo. Und bevor. Gibt's hier eine Treppe? Nee, ne? Nö. Doch, gibt es. Zack. Der Monolith ragt über der Landschaft empor. Seine polierte Steinoberfläche verbirgt das arkane Wissen der Ältesten. Ein blaues Leuchten umhüllt mich, während ich mich ihm nähere. Und mein Kopf fühlt sich mit plötzlicher Erkenntnis. Mein Wissenschaftler hatte recht. Wissen annehmen. Ich neige nicht zum Aberglauben, aber trotzdem ist es mir lieber, etwas Abstand zum Artefakt zu halten. Gut so. Nice. Oh, ich dachte, man braucht dafür irgendwie anderes. Okay. Okay. Schade. Muss ich nochmal nachlesen. Unsere Schief. Gut, Spadonium haben wir ja hier. So, und zurück zur Base. Okay, es dauert ein Stück zu laufen, aber naja. Wir sind eh geflogen, also ist egal. Das heißt, wir müssen eigentlich Temerium-Dinger bauen bald. Dann müssen wir nochmal auf den einen Planeten. Oh, warte, ich kann auch nochmal. Oder oben gibt's Plutonium. Ein bisschen Eisen holen. Ja, immer so schnell leer, der Scheiß hier. Okay. Jetzt habe ich Platz, das Ding hier zu erweitern. Und zwar Struktur, Container, Deko, würfelförmige Räume. So. Und nur mit Zink wieder, ne? Dann können wir mehr Behältnisse für die Pflanzen bauen. So. Was brauchen wir denn nochmal für den Rest hier?
Okay, Temerium, ja gut. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und das ist die Kotyl. Nee. Also Spadonium und Temerium. Ich gehe mal kurz zu unserem Experten für Pflanzenkunde. Guten Abend. Was? Kukrasula. Achso, Glas müssen wir noch bauen. So. Ja. Hä? Achso, habe ich wieder im Raumschiff liegen lassen. Das ist wieder smart von mir, wie immer. Okay, nice. Da kriegen wir dann wahrscheinlich Spadonium raus. Ich muss ja nochmal nach. Wofür brauchen wir denn Mordit? Ich habe gelesen, dass man richtig, richtig Geld machen kann. Gut, und wir haben ja Spadonium hier auf dem Planeten zuhauf. Achso, das ist hier drin. Ich dachte gerade. Okay. Gut, da oben ist noch Plutonium, da ist noch Plutonium. Oh, hoch. Das ist natürlich Quatsch. So. Sehr schön, das Zeug wächst hier wieder zuhauf. Ja. Was habe ich denn eigentlich jetzt dabei? Oh, die habe ich alle ja da drüben. Nehmen wir hier mit. Zack. Ein bisschen Spadonium sammeln, wa? Oha, noch mehr. Dann ist noch mehr. Bin hier los. So, zack, 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 zack. Oder war ich doch richtig, oder? Spadonium ist so auf diesem Planeten. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Muss die Pflanzen nur erstmal erkennen. Wenn es gerne so lange braucht, ist das auch immer schwierig. Oh. Da ist noch mehr.
ist das unser Spadonium? Ich glaube, die haben die gleichen Pflanzen wie Kurizagen, oder? Nee, doch nicht. Ah, das sind die Dinger. Okay. Mit der Info können wir noch was anfangen. So, Platin nehme ich mal mit. Zink müssen wir auch unbedingt mitnehmen, wenn wir welches finden. Unbedingt. So. Oh, nee, ich dachte, es war zum Einsammeln. Nein, es ist eine Legerpflanze. Ah ja, von hier kam ich gerade. Ich schlag die ganzen Tiere, das will ich nicht. Da finden wir noch ein bisschen Spadonium. Wir kriegen nicht viel raus, oder? Da? 15. Wir brauchen 100, ne? Wir werden mal ein bisschen mehr mitnehmen als 100. Bin mich gerade nicht sicher. Wird auch ein bisschen dauern, bis wir alles gefunden haben. Hier ist noch Platin. Der Scanner braucht noch. Nicht mehr lange, aber er braucht noch. Ja, das Platin habe ich vernommen. Aber das ist eigentlich nicht mein Begehr. Sondern das allseits beliebte Spadonium. Zack. Wir suchen verwirbelte Kakteen. Und natürlich Plutonium, wie immer. Vielleicht auch noch Thamium, wenn wir welches finden. Das ist natürlich auch nur so ein kleines Zusatzgimmick. Weil eigentlich haben wir genug dabei. Soll ich das Platin auch noch mitnehmen? Wir können natürlich auch wieder ein Stück in die Richtung. Wo ist denn eigentlich unser Schiff? In die Richtung, ja. Zack, zack, zack. Oh, natürlich Thamium.
Ich finde, fürs Jetpack sollte es eigentlich, entweder muss das mit irgendwas anderem betrieben werden, außer mit hier dem, mit den Lebenserhaltungssystemen, oder es muss einen eigenen Energievorrat kriegen. Irgendwie so. Ja gut, es funktioniert ja aber auch, um da hochzukommen. Schwierig. Ich weiß es nicht, wie man das am besten löst. Vielleicht ist es ja auch so, wie es jetzt ist. Am besten. Tatsächlich. So, Plutonium habe ich dann schon wieder. Zu viel, viel zu viel. Plutonium, wo bist du? Jetzt noch 45 oder was? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? 41. Also 4 Pflanzen brauchen wir mindestens noch. Platin, okay, da ist noch eine. Wo ist sie hin? Da ist sie. Direkt vor unseren Augen. Donium. Da war gerade noch mehr, ne? Irgendwo hier hinter. Uns hier nicht beschweren auf diesem Planeten. Noch mehr. Scannen. Okay, hier lohnt sich das, glaube ich, nicht gerade zu scannen. Aua. Oder? Na, ist ein bisschen verwinkelt. Könnte sich lohnen. Hat sich gelohnt. Zurück zu. Müssen wir zwar zurücklaufen, aber. Wir haben noch ein bisschen Spadonium. Ich glaube, 100 brauchen wir. Wir lassen es bei 100 erstmal. Wenn es nicht klappt, gehen wir nochmal unterwegs. Das ist jetzt auch nicht das Thema. So. Ich glaube, ich hätte ihn fast getroffen. Gut, dass ich es nicht habe. Ja, Scanner wird aufgeladen. Ja, ja. Nix. Ah, ein Wissenstein. Wurde der nicht auch mal markiert im Scanner? Der wurde auch, bin ich mir ziemlich sicher gerade. Dass da auch was angezeigt wurde. Ehemals. Aber gut, dann können wir gleich nochmal auf unseren Anführungszeichen Lieblingsplaneten ein bisschen Temerium sammeln. Zink brauchen wir auch noch in Mengen eigentlich. Oder Schildplatten oder irgendwas derartiges.
Plutonium haben wir denn jetzt? Nice, 2100. Irgendwas. Ach, die haben wir schon. Da. Immer noch kein Spadonium weiter gefunden. Das wäre nicht ganz interessant. Ne, wir haben auch nichts im Schrank. Ne, ne, schon gut. Das hatte ich hier rausgeworfen, weil wir halt hier immer was finden. Wir haben es aber anfangs mal. Ich glaube, es waren aber auch nur 15 oder so. Also langsam ist das eine ganze Menge, ne? An Plutonium, das ist ja, das ist der Hammer. Ist der Hammer. Das Ding ist, ich erkenne die auch schlecht so hier, Spadonium. Oh, da ist noch mehr Plutonium.